Hallo Sophia, ich bin vorbereitet. Aber nur so weit. Mehr als Sophia weiß ich nicht. Und ich hoffe, du bist auch vorbereitet. Du weißt, wer ich bin. Ja. Schön, dass wir hier sitzen dürfen und uns unterhalten dürfen. Ich weiß nur, dass du gerne liest und dass du ein Buch mitgebracht hast. Ja, also das Buch heißt One of Us is Lying. Das hat mir richtig gut gefallen. Und deswegen habe ich das jetzt ausgesucht, um es vorzulesen. One of Us fällt mir als erstes ein Song dazu ein. One of Us is Lying, One of Us is Dying. Ich meine, ABBA wäre es gewesen, die von One of Us gesungen haben. Englischer Titel, erstmal bemerkenswert. Es gibt ja heute Leute, die es mit den Anglizismen nicht so haben. Die sagen, kann man das nicht auf Deutsch ausdrücken? Einer von uns wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Gibt es einen Grund, warum das Ding unbedingt One of Us heißt? Oder kommt es aus dem Englischen, ist es übersetzt worden? Ja, also es heißt ja One of Us is Lying, also einer von uns lügt. Ja. Und die Autorin ist Amerikanerin, aber das Buch ist jetzt auf Deutsch. Also ich habe das nicht auf Englisch gelesen. Deswegen wundere ich mich, warum man da jetzt sich als Überschrift genommen hat, einer von uns lügt. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, warum das jetzt One of Us heißt? Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt vor allem in der Jugendsprache momentan ja auch sehr viel so mit englischen Anglizismen ist und das Englische momentan halt relativ cool ist und dass sie deshalb einfach den Titel nicht übersetzt haben. Das klingt fast wie eine Selbstverständlichkeit. Also man weiß einfach, allein durch die Schulbildung, One of Us is Lying heißt, einer von uns lügt. Ja. Lügt, Entschuldigung, lügt ist Gölsch. Kannst du kurz umreißen, um was es geht im Buch? Ja, also es geht darum, es gibt 5 Schüler, die nachsitzen müssen und einer davon stirbt beim Nachsitzen plötzlich und die 4 anderen Schüler, die dann mit ihm in einem Raum waren, sind halt dann die Hauptverdächtigen, weil der Schüler, der stirbt, so eine Klatsch- und Tratsch-App hatte, wo der die ganze Zeit so Gerüchte über die Leute aus der Schule verbreitet hat und halt der nächste Post wäre halt über genau diese 4 gewesen. Und dadurch sind sie dann halt die Hauptverdächtigen, weil die Polizei dann natürlich denkt, sie wüssten das und die haben alle ein Geheimnis und sie wollen halt nicht, dass das ans Licht kommt und deswegen hat einer von denen den umgebracht. Und ja, dann geht es halt in dem Buch darum, dass nach und nach halt auch die Geheimnisse von den 4 Hauptcharakteren aufgedeckt werden und dass halt versucht wird rauszufinden, warum der Simon, heißt der, warum er gestorben ist. Ich wäre sehr daran interessiert, wenn du vielleicht so einen ganz, ganz kleinen Auszug lesen könntest. Ja. Hast du dir irgendwas vorbereitet? Ja, habe ich. Das ist die Szene, wo dann der Simon letztendlich auch stirbt. Also der liegt jetzt am Boden und wird dann halt abgeholt von Sanitätern. Und es geht halt darum jetzt, die anderen 4, die in dem Raum noch sind, wie die das halt verkraften. Jetzt schon spannend. Soll ich dann einfach vorlesen? Ja, gerne. Okay. Eddie steht immer noch wie erstarrt an ihrem Platz. Ihr laufen Tränen über die Wangen. Ich gehe zu ihr hin und lege ihr einen Arm um die Schultern, als die Sanitäter Simon in den Flur hinausschieben. Würden Sie bitte mitkommen, sagt einer von ihnen zu Mr. Avery, der sich hochhieft und ihnen aus dem Klassenzimmer folgt. Was gerade mal 15 Minuten her sein kann, auch wenn es sich wie Stunden anfühlt. Meint ihr, kommt wieder in Ordnung? Fragt Eddie mit bebender Stimme. Bronwyn presst ihr Handy zwischen ihren Handflächen, als würde sie damit beten. Nate hat die Fäuste in die Hüften gestemmt und starrt fassungslos zur Tür, durch die sich langsam immer mehr Leute und Schüler in den Raum schieben. Wenn du mich fragst, eher nein, sagt er. Erstmal sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut gelesen. Aber das klingt ja danach, dass einer der Beteiligten jetzt auch in der Ich-Form von der Situation berichtet. Ja, das Buch wird halt aus den Perspektiven von den 4 Hauptcharakteren geschrieben. Also wir haben halt einmal Bronwyn, die ist so das Superhirn, die halt in allen Fächern Einsen hat und auf eine totale Elite-Uni gehen soll danach. Dann haben wir Nate, der eher so einen schlechten Ruf hat, der Drogendealer ist und so eher Krimineller. Dann haben wir Cooper, der ist so der Baseballstar von der Schule. Und Eddie, die so Liebesmädchen ist, so die Homecoming Queen und total beliebt und hübsch. Ja, und das sind halt 4 total unterschiedliche Charaktere. Und alle von denen haben halt ein Geheimnis, was halt im Laufe des Buches jeweils aufgedeckt wird. Also es geht eben dann um genau die 4 Hauptcharaktere, die auch auf dem Cover drauf sind. Zeig mir das nochmal, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also die haben ja hier eine Collage gemacht. Also das sind diese 4, die
überlebt haben und möglicherweise einer oder sogar alle die Täter sind. Ja. Auch eine gute Cover-Idee. Ein Cover, inspiriert dich das, ein Buch zur Hand zu nehmen? Schon. Also wenn das Cover schon hässlich ist, habe ich eigentlich nicht so viel Lust, das Buch zu lesen. Eine App spielt also eigentlich die Hauptrolle, gar nicht diese 4, 5 Menschen, weil die App sorgt ja eigentlich für die Unruhe, weil ohne die App, ich glaube, du hast erzählt, die hat ja sogar entwickelt, der Simon, ne? Diese App selber. Er hat die selber entwickelt, um halt darüber die ganzen Gerüchte über irgendwelche Schüler zu verbreiten. Ja. Und er war halt deshalb relativ unbeliebt in der Schule und er hat ja immer irgendwas versucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und das war halt dann diese App. Aber es klingt ja nach Mobbing. Gibt's das aktuell? Ich bin schon zu lange aus der Schule, um das zu wissen. Ja, also Mobbing gibt's natürlich immer. Ja. Also bei uns an der Schule jetzt, glaube ich, nicht so viel. Es ist natürlich immer ein Thema, auch über Social Media halt Sachen zu verbreiten. Ist Social Media schuld daran, dass wir als Menschen so ein bisschen verrohen und dass wir uns eine Meinung bilden, die vielleicht so gar nicht richtig ist? Wie wichtig ist Social Media für dich? Also für mich ist Social Media jetzt für mich persönlich, für das, was ich da teile, komplett unwichtig. Ich teile da eigentlich kaum was. Ich bin halt trotzdem viel auf Social Media und schaue halt mir natürlich an, so was so meine Freunde posten oder auch besonders irgendwelche Celebrities oder so, weil das halt so der Weg ist, über den man halt so möglichst viel über Leute erfährt, halt auch die am anderen Ende der Welt wohnen oder so. Ja, klar. Und es ist halt schon nützlich, aber es ist halt alles ziemlich fake und es sieht halt alles immer so perfekt aus. Wie schützt du dich vor der Gefahr, dass du einem Fake aufsitzt, dass du drauf reinfällst? Also ich habe halt über Social Media nicht so wirklich viel Kontakt zu Leuten, die ich nicht kenne. Und wenn doch, dann schaut man sich halt so das Profil an und überlegt halt, ob die Person vertrauenswürdig ist. Wenn ich dann zum Beispiel sehe, die Person folgt einer Freundin von mir, dann denke ich mal, ist die Person vertrauenswürdig, weil meine Freundin die kennt. Mhm. Aber wenn das jetzt so komplett fremde Leute sind, muss man halt immer aufpassen. Also kritisch bleiben. Ja. Einfach genau hingucken. Das sollte also nicht heißen, dass wir jetzt hier Social Media verteufeln. Wir werden damit leben müssen, Social Media. Und ich gebe ganz ehrlich zu, auch für meinen Beruf als Musiker nutze ich natürlich Social Media. Bist du die Älteste? Nee, also ich habe eine Zwillingsschwester und einen kleinen Bruder. Euch gibt es zweimal? Eineige Zwillinge? Ja. Okay. Sophia und? Mathilde. Ach geil, das ist ein toller Name. Sophia steht für die Tugend oder göttliche Weisheit. Weisheit, Stichwort. Also Weisheit kann man sich auch erarbeiten, indem man liest aus Büchern. 16 Jahre jung und du hast gerade erzählt, dass Lesen für dich auch eines der Hobbys ist. Ja. Ist eher ungewöhnlich, oder? Ja, mittlerweile schon. Und viele Leute lesen ja jetzt irgendwie gar nicht mehr und sind einfach nur noch so am Handy. Und ich bin auch ziemlich viel an meinem Handy. Aber ich lese halt, wenn ich die Zeit habe, trotzdem noch gerne. Hast du eine Idee, wie diese, das ist ja schon fast Leselust, wie diese Lust bei dir entstanden ist? Hat man dir als Kind viel vorgelesen, die Eltern? Ja, also mein Vater hat mir viel vorgelesen. Und es kann gut sein, dass es halt daher kommt. Meine Großeltern haben mir vorgelesen. Ich habe für meine Oma immer in der Leihbücherei Bücher gekauft. Die kosteten damals ein Stück 40 Pfennig, also vor Eurozeiten. Und die hat sich immer gleich 2 Bücher pro Woche von mir holen lassen. Jedenfalls blieben immer 20 Pfennig übrig. Da durfte ich mir ein Eis verkaufen. Das war meine Lesemotivation. Ich liebe das klassische Werk, das klassische Buch. Ich liebe auch das Umblättern. Und dazu gehört auch schon mal, dass man sich die Finger anfeuchtet. Das ist einfach so eine Kindheitserinnerung, die möchte ich auch nicht missen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ich mit dir reden durfte und dass du mit gutem Beispiel auch heute in unserem Clip hier dazu führst, dass viele, viele Leute es unserem Wunsche gleich tun, dass sie das Lesen für sich entdecken. Das freut mich. Schönes Schlusswort, oder? Ja.